Einführung auf Bau eines Computers. Damit legen wir heute los. Wie sieht so ein klassischer Computer eigentlich aus? Wir haben hier die klassischen Geräte, die klassischen Bausteine, Bildschirm, Desktop habe ich das mal genannt, das ist dieses Tower-Gehäuse, in dem die einzelnen Bausteine, von denen wir später noch sprechen werden, drin sind. Die Tastatur haben wir hier, ja, schön. Und natürlich eine Maus, die jetzt auf dem Bild nicht drauf ist, aber bei Rechtshändern würde sie auf der rechten Seite hier vorne sein, ja, und bei Linkshändern auf der anderen Seite. Und das ist im Endeffekt, was ein Rechner ausmacht. Ja. Und in dem Gehäuse drin, ja, also wenn wir uns das Gehäuse hier mal anschauen, da sind im Endeffekt das Mainboard und die angeschlossenen Komponenten drin. Und das Mainboard wollen wir uns mal anschauen. Also so ein Mainboard, das ist im Endeffekt eine sehr große Platine, die Platz mit vier Anschlüssen hat. Das ist ein älteres Modell, aber zum Anschauen reicht es. Genau, da steckt auf jeden Fall irgendwo ein Prozessor drin. Manchmal ist er fest verlötet, manchmal ist er ersetzbar. Und der erhält die Befehle und Rechtbefehle und Aufgaben und das ist sozusagen das Kernstück von einem Computer. Dann haben wir noch den RAM-Speicher. Der RAM-Speicher ist quasi ein Ort, wo der Prozessor bzw. wo das Programm, das den Prozessor benutzt, zwischendurch Informationen ablegen kann. Und das Besondere am RAM-Speicher ist, dass es ein Flüssigspeicher ist. Das heißt, wenn da kein Strom mehr anliegt, zum Beispiel weil jemand den Stecker vom Computer zieht oder weil die Batterie vom Notebook alle ist, dann hat man an der Stelle einen Datenverlust. Also solange Strom anliegt, können die Daten gespeichert werden. Wenn kein Strom mehr dran ist, dann werden die Daten gelöscht. Und der Vorteil ist dafür aber, dass so ein RAM-Speicher extrem schnell ist. Mit modernen Festplatten kommen wir langsam immer näher an diese Geschwindigkeit von RAM-Speicher heran. Aber bis jetzt ist es nach wie vor so, dass RAM-Speicher das ideale Zwischenablagemedium ist. Genau, dann haben wir noch die Festplatte. Das ist quasi das Langzeitgedächtnis unseres Computers. Dort kann man seine Daten ablegen und wir gucken uns später nochmal an, wie eine Festplatte funktioniert. Und dann gibt es noch die Grafikkarte. Häufig ist es so, dass das, oder eigentlich fast immer ist es so, dass das Mainboard inzwischen die Grafikkarte implementiert hat. Aber wenn es besondere Bedürfnisse gibt, was die Grafikkarte betrifft, weil sie besonders leistungsfähig sein muss oder auswechselbar sein muss, kann man auch noch eine zusätzliche installieren. Das Mainboard hat auch noch viele weitere Anschlüsse. Was man hier zum Beispiel sieht, sind dann noch USB-Anschlüsse, ganz alte PS2-Anschlüsse für die Maus und Grafikkartenanschlüsse, Netzwerk und so weiter. Genau. Und was jetzt halt das Ganze so ein bisschen auszeichnet und was dieses erste Bild, was ich gezeigt habe, so ein bisschen antiquiert macht, ist die Tatsache, dass Computer immer kleiner werden mit der Zeit. Ja, also wir hatten ursprünglich diese ganzen Komponenten da hinten irgendwo alle aufgeteilt. Jetzt ist es so, hier kann man das so ein bisschen sehen, da ist hinter dem Bildschirm schon der ganze Rechner drin und unten ist nur noch die Tastatur als Eingabemedium zusammen mit der Maus oder der Bildschirm ist schon das Eingabemedium als Touchscreen. Und das geht natürlich weiter. Die Miniaturisierung führt natürlich auch dazu, dass Handys kleiner werden und überhaupt möglich sind. Notebooks werden flacher und leichter und gleichzeitig aber auch schneller. Und wo sich das alles hinbewegt, ist am Ende die absolute Miniaturisierung des Internet of Things. Jedes Gerät, kann man davon ausgehen, wird irgendwann irgendeine Form von Prozessor enthalten. Ja, also ein USB-Stick hat einen Prozessor, irgendwann werden auch Bohrmaschinen Prozessoren haben. Aktuell, wenn man mal so ein bisschen durchguckt, dann hat zum Beispiel jedes Gerät, das per USB anschließbar ist an den Rechner, auch einen kleinen Prozessor. Ist also auch ein kleiner Rechner. Genau. Zu der Spezialisierung von Hardware ist noch zu sagen, dass so, dass die ja nicht nur kleiner wird, sondern auch wesentlich leistungsfähiger. Ja? Wenn wir mal mit rechenaufwendigen grafischen Anwendungen arbeiten wollen, von 1992, dieses Computerspiel Comanche, das war damals eine ganz moderne Grafikengine, die Voxel Engine. Und da wurde jeder einzelne Punkt im dreidimensionalen Raum berechnet und das war eine bahnbrechende grafische Leistung damals. Dann kamen 3D-Karten auf, die speziell für das Berechnen von grafischen Darstellungen, vor allen Dingen dreidimensionalen Darstellungen gedacht sind. Und dadurch gab es enorme Fortschritte. Ja. Inzwischen sehen die so aus wie so die Boliden. Aber damals musste man die mit einem Kabel extra nochmal verbinden und da das Signal durchschleifen. Genau, und hier haben wir dann etwas modernere Grafikkarten und dadurch werden dann verbesserte Bildleistungen möglich. Ja, wenn die Landschaft früher eher so aussah, haben wir jetzt hier schon weich gezeichnete Strecken und
inzwischen haben wir halt fast schon fotorealistische Gebiete, die dargestellt werden können in Echtzeit, während man durchfliegt. Und das ist halt durch diese Miniaturisierung und gleichzeitige Beschleunigung von Prozessoren möglich, sodass auf einem Board bzw. in einem Prozessor mehrere Kerne, also mehrere kleine Prozessoren untergebracht werden können, die dann natürlich wesentlich mehr Leistung bringen zusammen. Genau. Diese Leistung und diese Spezialisierung, wie es bei Grafikkarten für die Darstellung von modernen dreidimensionalen Spielen und ähnlichen Anwendungen gemacht wurde, das gibt es natürlich auch für künstliche Intelligenz. Also diese Grafikkarten an sich sind schon ganz gut geeignet für das Training von einer KI. Allerdings kann man schon davon ausgehen, dass in Zukunft spezialisierte Hardware für genau diese Bedürfnisse gemacht wird. Also die neuesten Handys kommen schon mit KI-tauglichen Prozessoren, beziehungsweise auf KI ausgelegte oder für KI besser geeignete Prozessoren, und man kann davon ausgehen, dass dann eine weitere Spezialisierung kommt. Ja. Hier zum Anblick nochmal ein Mainboard, auf das eine ganze Reihe Grafikkarten draufpassen. 100. Das ordentlich Grafikleistung bringt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Prozessor gibt, der das bedienen kann.